Hallo, da sind wir wieder bei Vampire Stone Valaine Mod. Ich hoffe, diesmal bin ich nicht so laut. Das ist irgendwie so komisch. So, hier haben wir Golber, den wollten wir ja mal besuchen. Okay, ich schätze, das hier ist Golber. Verschwinden! Hey, der kann ja reden. Ihr verschwinden! Nein, wir werden dich jetzt töten. Ihr mich wollen töten? Gnade, mich wollen leben. Pech, wir brauchen deinen Kopf. Meinen Kopf. Mich haben Idee. Ihr nehmen stattdessen dieses Kopf. Das ist ein Kopf von eines Feind. Der sieht ja fast so aus wie du. Ja, das ist ein Kopf von anders wie ich. Sollen ihn töten, der jammert doch nur rum. Also ich würde ihn leben lassen, stattdessen lieber den Kopf nehmen, den er uns anbietet. Finde ich auch, Elaine. Der Kerl in Kleiner wird den Unterschied eh nicht merken. Also ich schätze, wir nehmen den Kopf. Weil du bist ein Weichei. Sehr gut. Hier er sein. Der Kerl in Kleiner merkt den Unterschied bestimmt nicht. Wie happy er ist. Oh. Schön so eine Scheißkiste. Gehst du wohl weg? Verdammt. Die Waldkorallen sehen aber ein bisschen pervers aus. Aber hübsch, die Farben. Vielleicht hätte ich die Gegner-XP auch erhöhen sollen, aber ich glaube, das wäre dann zu viel. Okay, ich möchte mich nicht in eine Fledermaus verwandeln. Scheiße. Flieht! Oh shit. Ich glaube, da bin ich beim ersten Mal spielen Game Over gegangen. Oh, gut gemacht, Elaine. Du hast meine Faulheit gerettet. Hab ich die Kette schon abgeben? Ja, hab ich. Boah, ich habe den Regen leiser gemacht gerade. Der ist immer nur laut. Unfassbar. Mal notieren, dass ich mir das wieder angucken muss. Habt ihr mir seinen Kopf mitgebracht? Ja, hier ist er. Oh, vielen, vielen Dank. Keine Ursache, er war nur ein Wurm im Kampf. Und dann hätte ich ihn ja auch selber töten können. Ja. Hier ist jedenfalls eure Belohnung. Boah. Geil. So. Glaube ich noch den Brief vom Onkel geben. Auch in Kleiner leben. Da wäre ich dann die richtige Dorfmatratze. Vor allem für Wagner. So, wir machen jetzt mal was. Fetter. Gurgel. Walna. Hab ich einfach von vorne zwei geklaut. Bing, bing, bing. Bidi, bing. Verdammt, Walner, wir wären beinahe ertrunken. Hast du ein Glück, dass wir gar nicht ertrinken können. Es tut mir leid, ich werde besser aufpassen. Fun Fact, die Weltkarte hat über 1300 Events. Ich musste diese Ecken auf der Weltkarte blocken. Weil wenn man auf die drauf tritt, dann vertrinkt man und das war ein bisschen scheiße. Ist das eine Seemuschel? Hier. Hier, Lane, für dich. Danke, die ist sehr schön. Toll, noch mehr Müll zum Schleppen. Das gab uns ein bisschen Zuneigung. Boah, die Wellen sind ja auch schrecklich hier. Schnell weg.
Ja, sieht ganz schön scheiße aus jetzt. Gehen wir mal schlafen. Da drin soll ich schlafen? Alle Vampire tun das. Kein Vampir würde freiwillig in einem Bett schlafen. Warum denn? Im Bett ist doch der richtige Spaß. Na gut, im Sarg geht es auch. Außerdem können nur in einem Sarg die Kräfte eines Vampirs sich vollkommen regenerieren. Wobei allerdings nur die körperlichen Wunden geheilt werden. Das Blut kann natürlich nicht regeneriert werden, deswegen musst du Leuten ihren Lebenssaft entziehen. Na schön. Dann wollen wir mal. Vielleicht sollte ich das so machen, dass die auch in den Sarg springen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu doof. So. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir können ja zurück nach Lina gehen. Lina, ich wollte einen Stadtnamen, der auch in VD passt. Was mir aufgefallen ist, dass Malix mag Namen, die mit AR enden. Wie Valna, Asgar, Lomba, Shanna, Fila. Ich kam in diese Stadt auf der Suche nach Silber, aber hier hat niemand etwas. Könnt ihr das glauben? Ihr habt nicht zufällig etwas. Ich nehme gerne 1000 Kilogramm. Warum braucht ihr so viel Silber? Meine Familie und ich sind Schmiede. Aber alle Minen sind von Monstern besetzt und der König will nicht helfen. Wenn es so weitergeht, sind wir bald arm und auf der Straße. Wir haben 0 Kilogramm mit uns und 7.33 Uhr in unserem Zuhause. Überleg dir das mal, das ist eine Menge Silber, die du einfach so verschenkst. Wir haben nicht genug. Komm zurück, wenn wir genug haben. Ich bin euch sehr dankbar. Stimmt, dafür wäre die gut. Die Silbermine eigentlich gut. Hey, danke, dass ihr mein Leben gerettet habt. Es war uns eine Freude. Bla. Bla, bla. Oh, hallo, schön euch zu sehen. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Ich bin schon wieder zu nah ans Mikro. So. Das haben wir, danke. Hallo, wollt ihr mit mir spielen? Tut mir leid, wir haben dafür keine Zeit. Langweilig. Hallo, habt ihr Interesse an meinen Amuletten? Nein, aber danke. Nun, kommt zurück, wenn ihr welche benötigt. Ich habe nur die beste Qualität. Den kann man nicht töten, weil der ist später noch wichtig. Und ich wollte irgendwie sicherstellen, dass man den nicht umbringt. Bitte, lass mich in Frieden. Ich muss meinem Vater mit seinen Amuletten helfen. Ja, tut mir leid. Wir haben dir diesmal leider nicht geholfen. Moment mal, ist der Typ eigentlich hier jetzt noch da? Ah, ne, er ist verschwunden. Was ist nur aus ihm geworden? Sehr mysteriös. Oh nein. Da haben wir das von VD2 genommen, weil die sehen so anders aus, dass man sich denken kann, oh, das ist ja Fanart. Da sind ganz viele chaotische Linien. Ich kann nicht erkennen, was es sein soll. Komm zurück, ich bin froh, euch hier zu sehen. Hallo, was ist das hier alles? Ich habe ein paar Gemälde von dir und Elaine gemalt. Gemälde? Oh, ich bin gespannt. Ja, als Dank, dass ihr meine Schwester gerettet habt. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich habe versucht, jede Emotion einzufangen, die ich beim Malen gefühlt habe. Ich habe sogar ein paar Tränen vergossen, weil es so intensiv war. Ist ein bisschen bekloppt. Ich traue mich nicht, die anzuklicken. Meiner ganz gefesselt. Meiner Titten. Ich finde das gut, dass es richtig so Scheißqualität ist. Ein Gemälde von mir. Du siehst aus, als wärst du bereit, deine Feinde zu töten. Meiner Buba. War das irgendwann mal deine Teilzeitarbeit? Nein. Wow. Das mag ich eigentlich noch. Ich glaube, das ist eine freundliche Umarmung.
Das ist es bestimmt. Die Farben sehen komisch aus. Ups. Lass uns einfach gehen. Oh mein Gott, so alt. Oh je, das sieht ja furchtbar aus und die Anatomie ist komplett falsch. Bla. Hey, das sind wir in einem Kampf, Elaine. Ich mag es. Schund. Sieht aus, wie wir beim Monster bekämpfen. Wo ist meine Brust denn blöd? Okay. Ihr seid zurück. Schön zu sehen, dass es dir gut geht. Oh, übrigens, ich habe vergessen, euch das hier das letzte Mal zu geben. Ich glaube, es wird das große Tor in der Höhle öffnen. Boah, Kugel erhalten. Das hier ist ja Snowys Charakter und der andere ist meiner. Wo habe ich denn jetzt meinen Pinsel hingetan? Oh, hoffentlich habe ich den nicht wieder in den Stiefel gesteckt. Das habe ich geschrieben, weil Snowy hat mir mal erzählt, die konnte ihr Handy nicht finden, weil die das irgendwie in einem Schuh gesteckt hatten. Das ist auch schon verrückt. Finde ich gut. So, hier gibt es noch eine Quest. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich bitte, bringt diesen Beutel zu Elina und ich werde euch dafür belohnen. Sie lebt im Südosten der Stadt. Oder was? Südwesten. Okay. Danke, ich werde hier warten. Cool. Und hier gibt es noch einen Tipp. Neulich war ich in der Nähe von Schloss Tralag und da waren so komische Lichter im Wald nördlich. Mein Vater meinte, dort könnten Todesfeen sein. Ich würde da nicht hingehen. Dann gehen wir da natürlich sofort hin. Sollte man auch. Das ist nämlich eine richtig gute Quest. Felix P. Was war das jetzt überhaupt Deutsch? Habt ihr schon mal eine Nymphe geküsst? Deren Zunge geht direkt in euren Mund und sie ist so schleimig. Git. Hoffentlich treffe ich nie eine. Interessant. Hust. Hey, Frau mit Haaren. Tut mir leid, keine Zeit. Ich mache gerade Wäsche. Okay. Hallo. Die ist so süß. Sie ist breit. Oh. Keiner spielt mit mir. Das tut mir leid. Kinder sind so nervtötend. Kenne ich noch jemanden? Kann ich euch helfen? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Nun, offenbar gab es ein Feuer in Tradan. Man sagt, es steigt Rauch aus der Stadt auf. Danke, das werden wir uns ansehen. Wenn wir die Quest gemacht hätten, dann hätte die jetzt ein dunkles Schatten. Fanclub. Sie scheint die Blumen zu mögen. So, dann wollen wir doch mal gucken, was es hier gibt. Bestimmt was ganz Tolles. Oh shit. Soll ich speichern? Oh, ein Stahlschild. Die sind ja noch rasend. Oh shit, ich geh mal lieber wieder. Vergessen zu saugen. Das können wir ja jetzt. Jetzt ist es dunkel. Da muss ich an das Blutsaugen in VTM Redemption denken. Wo man auch immer ständig erwischt. Immer ständig. So, darf ich mal. Irgendwie mochte ich diese Sprite-Charaktere besser als in VD2. In VD2 waren die so groß und seltsam. Aber natürlich nicht schlecht. Und irgendwie mag ich dieses Mini. So richtig süß. Food. Okay, dann gucken wir mal, ob wir in dem Cave Höhle sterben.
meine aber, das war Level 14. Bitte helft mir. Ich wurde hier unten ohne Grund eingesperrt. Ich bin kein Monster. Ich bin nur ein süßes Mädchen. Ich will nach Hause. Bitte entfernt meine Fesseln, ihr gütigen Helden. Ich werde euch belohnen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein. Nein, aber wie könnt ihr mir widerstehen? Ich bin eine wunderschöne Frau. Ich vertraue dir nicht. Zu Recht. Schön, dann werde ich euch einfach alle verschlingen. Pass auf. Lia, naja. Okay, ich mach mal den. Gift. Und Blutsaugen. Das hat schon mal nicht geklappt. Nochmal. Aha. Nein. Heilige Lane. Danke. Mal gucken, ob Lichtstrahl geht. Stirb, du Bestie! Ich mag den Schrei. Das war knapp. Unglaublich, was es für Monster in dieser Welt gibt. Bald haben wir sie alle gesehen. Ich würde sagen, wir verschwinden von ihr, bevor noch was passiert. Gute Idee. Yay, XP. Okay, tschüss, ihr Lappen. Die Kugel ist zu Staub geworden. Tja. Das ist ja doof. Okay, wir haben noch so viele Quests zu suchen. Erstmal abspeichern. Jetzt, wo wir Golba am Leben gelassen haben, können wir nämlich noch eine Quest machen. Ich hab Hunger. Also wenn ihr gleich was grummeln hört, dann ist es mein Magen. So, hier müsste sein. Ich hab den so leise gemacht. Strahlhelm. Brauchen wir nicht mehr. Ich, Guntra, ich vermissen Golba. Golba weg, aber Golba gut ist der Freund. Golba, den haben wir schon mal getroffen. Ja, ich glücklich sein. Du nehmen Steintafel und bring zu Golba. Ich schlage, du sterben. In Ordnung. Das machen wir. Kackregen. Ich warten. Ich immer noch warten. Wie wär's denn, wenn ich das Regengeräusch ganz wegmache? Ich weiß nicht. Ich finde es schon schön, dass es regnet, aber das ist so laut. Mein Spiel ist schon auf 17%. Was heißt nochmal Volume? Lautstärke eingestellt, sorry.
Da. Immer nur doof, die bleiben da stecken. Bei der Weltkarte. Na shit, wo war nochmal Golber? Golbus Schmolbus. Na hier. Golber, wir sind wieder da. Was wollen von Golber? Wie sollen dir diese Steintafel von jemandem namens Guntra bringen? Guntra! Ja, Golber gehen, Golber breit. Lass uns zurück zum Wald gehen. Ich möchte sehen, wie es weitergeht. Ja, da geht's ab. Speichern. Was blöd ist, wenn man irgendwie zu lange spielt oder so, dann fängt auf einmal die Musik an zu leiern. Es gibt ein paar Szenen in dem Spiel, wo das sehr scheiße, wenn das passiert. Golber, du kommen. Guntra haben lange Zeit gewartet. Jetzt hier sein. Jetzt Familie gründen. Golber, ich dich lieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir hier sehen, aber es ist schon irgendwie niedlich. Das ist das Komischste, was ich jemals gesehen habe. Zeit zu gehen. Oh, der Paarungstanz. Wie sollen sie in Ruhe lassen? Ich glaube, das war eins der ersten Dinger, wo ich versucht zu lernen, wie man Figuren bewegen lässt. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, wie kann man das nicht wissen? Ich bin ganz schön stolz, dass ich das hinbekommen habe alleine. Mein Gott. Babys First Mod. Okay, Leute, wir sind in der Nähe von Ruya, also gehen wir da mal hin. Das ist doch das coole Bordell. Naja, cool. Ruya. Hi. Ich hab Hunger. Lalala. Oh, Ruya ist echt die schönste Stadt für mich. Und durch. Dieses Wasser so darum, das ist so cool. Hi. Was geht ab? Hi, ihr Süßen. Süßen, das ist irgendein Grund klein geschrieben, meine Güte. Ich bin Layla. Wie findet ihr mein Kostüm? Sieht ganz anders aus als die der anderen. Ich falle gerne auf. Sieht aus wie starke Abenteurer. Würdet ihr mir helfen? Am See westlich von hier gibt es ein ekliges Ungeheuer. Das ist mein Lieblingsbadeplatz. Mit den anderen Monstern kann ich umgehen, aber das ist besonders hartnäckig. Wenn ihr es für mich tötet, werde ich euch belohnen. Bitte. Okay. Ich wusste, dass ihr die richtigen Leute für diese Aufgabe seid. Geht, meine Helden, und kehrt zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Wenn man das ablehnt, dann nennt die uns scheiß Frauenhasser oder so. Mein Helden ist das Monster tot. Und Elaine guckt natürlich doof. Noch nicht. Oh, bitte beeilt euch. Hier können wir aber schon mal für die Hauptquest was holen. Ihr müsst erst bei mir bezahlen, bevor ihr hoch könnt. Okay. Ah, shit. Okay. Hallo, wenn ihr hoch wollt, kostet euch das 280 Fiber insgesamt, dieses Geld. Danke, ihr dürft passieren. Das ist doch nicht dein Ernst, meine? Du willst doch nicht wirklich? Nein, natürlich nicht, aber ich habe da so ein Gefühl. Ich verstehe. Aber keine Sorge, sogar Sonderwünsche sind im Preis mit drin. Nicht so ein Gefühl. Was denn dann? Ich habe das Gefühl, wir finden oben so eine Art Hinweis.
Ja, natürlich. Oben findet ihr Dutzend Hinweise auf das beste Abenteuer eures Lebens. Na schön, gehen wir mal hoch. Warum starrst du so auf diese Tür? Wenn man das macht, dann kriegst du Elaine Zuneigungspunktabzug. Das geht nur an dieser Tür und wenn man eine lange Questreihe versaut. Aber ich müsste noch ein paar mehr einfügen. Das ist ein bisschen gemein, oder? In der VD2-Mod, The Lane-Mod, da habe ich mehrere eingefügt. Bla bla, kein Bedarf. Das will ich dir auch geraten haben. Alles gut. Schön machst du das. Oh, vielen Dank. Dreh dich doch mal ein bisschen. Natürlich. Marek hat bestimmt Spaß gehabt zu schreiben. Schön, schön. Wunderbar. Jetzt fang an, dich auszuziehen. Wie du möchtest. Zuerst mein Kopfschmuck. Wahnsinn. Liegt dich sehr gut. Warte, ich nehme es. Und jetzt weiter. Das nehme ich auch. Du bist wirklich ein sehr hübsches Mädchen. Danke, aber du siehst auch sehr stark aus. Hehe, ich bin ja auch Mitglied der königlichen Armee. Oh, da musst du ja wirklich sehr stark sein. Richtig, richtig. Wie wär's, wenn du deinen Umhang ausziehst? Für dich starken Mann tue ich doch alles. Du bist wirklich eines der hübschesten Mädchen, die ich kenne. Was treibt dich starken Mann hier in diese Gegend, dass unsere Gruppe überhaupt noch zuhört? Elaine wäre doch schon gegangen. Das ist alles streng geheim, aber dir kann ich es ja sagen. Ich und ein paar andere Männer des Königs haben vor ein paar Tagen eine merkwürdige Höhle entdeckt. Eine Höhle? Spannend. Ja, diese Höhle liegt versteckt im Wald südlich dieser Stadt. Deswegen sind wir hier gerade in der Gegend. Mein Boss meinte, er gäbe mir heute frei, weil ich die Höhle entdeckt habe. Deswegen bin ich jetzt hier bei dir. Was ist denn an dieser Höhle so Besonderes? Eigentlich waren wir auf dem Weg in die Berge zum Überlebenstraining. Stärkt den Körper. Aber dann habe ich durch Zufall diese Höhle entdeckt. Wir sind hineingegangen und haben sie teilweise erforscht. Dort drin gibt es ekliges Getier. Jedenfalls sind wir nach einer Weile auf eine Tür gestoßen. Wir haben versucht, sie aufzubrechen, doch es war vergeblich. Diese Tür war einfach nicht aufzubekommen. Jedenfalls hat mir mein Boss erstmal für heute freigegeben. Ich glaube, die anderen versuchen immer noch, die Tür zu öffnen. Vielleicht schaffen sie es ja noch, aber ich bin erstmal hier bei dir. Das ist gut, du bist wirklich ein süßer Kerl. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt aufs Bett legen? Komm nur. Ich warte nur auf dich. Ich komme. Jetzt schon. Komm, lass uns gehen, wir haben genug gehört. Hallo. Ich rede mit euch, kommt jetzt. Was? Oh, natürlich. Lass den Weiner noch ein bisschen zuhören. Wir brauchen ein bisschen Action. Du gibst dem ja noch nix. Los, wir suchen mal nach dieser Höhle, von der er gesprochen hat. Irgendwo im Wald südlich dieser Stadt. Nee, das ist noch Level 30 oder so. Oh mein Gott, hier ist ja laut. Okay. Okay, hier können wir mal ein paar Quests einsammeln. Obwohl, ich glaube, hier gibt es nur eine. Ne, doch zwei. Bla. Bla, bla, bla. Hallo, wie kommt es, dass ihr mit mir reden wollt? Wieso denn nicht? Weil niemand sonst mit mir reden will. Alle meiden mich. Und alles nur wegen diesem Fluch. Was denn für ein Fluch? Der Fluch dieser verdammten Hexe. Ist ein Fluch, der einen zur ewigen Einsamkeit verdammt. Können wir irgendwie helfen? Ihr wollt mir wirklich helfen? Ja. Dann tötet diese verdammte Hexe. Erst wenn sie tot ist, wird der Fluch aufgehoben. Doch seid vorsichtig. Ich habe bereits versucht, sie umzubringen, aber sie ist zu stark.
Keine Sorge, wir schaffen die alte Hexe schon. Wo ist sie? In einem kleinen Haus weit östlich von hier in der Nähe der Berge. Hoffentlich findet ihr sie. Gut, wir schauen, was wir machen können. Dankeschön dafür, dass ihr mir wenigstens helfen wollt. Klar, wir helfen gerne. Es gibt Erfahrung. Und wir sind nett. Oh, wie schön das Haus im Wasser. Hallo, wollt ihr etwas trinken? Nein, im Moment nicht, danke. Wie ihr meint, ihr habt nicht zufällig eine Flasche von Seffy Mikes Bier? Der Kunde dort hinten hat danach gefragt, aber ich hatte keins mehr. Und die nächste Lieferung dauert eine Zeit. Ich mag es halt nicht, wenn ich meinen Kunden nicht geben kann, was sie wünschen. Doch haben wir. Wirklich? Oh, wie wunderbar. Ich gebe euch dafür einen seltenen Ring. Was meint ihr? Einen seltenen Ring für eine Flasche Bier? Das wurde einer Kunde, ist dir wohl sehr wichtig, was? Ja, das ist es. Also tauschen wir? Gut, wir tauschen. Das ist gut. Hier ist der Ring. Wow. Ich wollte eigentlich diese Seffy Mike Brauerei hier einbauen. Das ist dann sowas wie Hooters, aber hab ich dann doch nicht gemacht. Danke, hier ist das Bier. Sehr schön. Gleich mal nachschauen. Eureka! Gewonnen! Juhu! Wovon redet ihr? Haha, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Wusstet ihr denn nicht, dass die Seffy Mike Brauerei ein Gewinnspiel veranstaltet? Wer eine Flasche kauft, auf deren Etikett die Nummer 239411 steht, der hat 100.000 Fehler gewonnen. Haha, jetzt kann ich die Kneipe aufgeben, mir eine ganze Stadt oder sogar eine eigene Insel kaufen. Macht's gut, ihr Dummköpfe. Sag kein einziges Wort, meiner. Kein einziges Wort. Tja. Hallo, wisst ihr schon das Neueste? Ein Wanderer erzählte mir, dass er auf einer kleinen Insel einen gigantischen Schatz entdeckt hat. Leider wurde er von einem großen Monster bewacht, sodass er fliehen musste. Ich würde zu gerne wissen, was er unter einem gigantischen Schatz versteht. Wo liegt diese Insel? Gute Frage. Das konnte er mir auch nicht so genau erklären. Na schön. Trotzdem danke. Okay, ob wir mal da hingehen. Gab's hier nicht links? Aha. Hey Typ, wir brauchen jetzt nichts. Tschüss. Gut, dann können wir ja mal die Quest machen von der Layla. Dazu müssen wir hier hin. Oh mein Gott. Also gut, das muss das Monster sein, das wir töten sollen. Wartet, ich bin kein Monster, ich bin ein Mensch. Sieht fast so aus wie einer, aber nicht ganz. Nun, jemand namens Layla hat uns geschickt, um euch zu töten. Dieses bösartige Mischstück. Sie ist das Monster. Sie hat mich in dieser Erscheinung verflucht. Entschuldigung. Warum das? Sie war immer furchtbar eifersüchtig auf ihre Schwester Mila. Sie muss wohl von unserer Beziehung erfahren haben. Sie kam nämlich zu mir und drohte mir, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn ich mich weiter mit ihrer Schwester treffen würde. Natürlich habe ich Mila davon erzählt, aber sie sagte, ich solle mir keine Sorgen machen und sie würde mit ihr reden. Das scheint nicht geholfen zu haben. Ich hätte nicht gedacht, dass Layla so zu solcher Magie fähig ist. Bitte, ihr müsst sie für mich töten, damit der Zauber rückgängig gemacht werden kann. Was ist mit dem ganzen Blut hier? Das war nur mein Essen. Keine Menschen, ich schwöre es. Ihr müsst mir helfen, bevor der Hunger mich überwältigt. In Ordnung. Ich glaube euch. Wir kommen zurück, wenn wir sie getötet haben. Oh, ich bin so erleichtert. Ich werde eine besondere Belohnung nur für euch finden. Es wäre besser für euch. Oh Gott, das Gras kommt. Die heißen wirklich lebendes Gras. Finde ich immer witzig. Okay, dann gehen wir mal zurück. Kann ich euch helfen?
Wir suchen Layla. Habt ihr sie gesehen? Meine Schwester? Sie ist gerade nicht da. Was wollt ihr von ihr? Sie hat angeblich euren Freund verflucht. Er wurde in ein Monster verwandelt. Wir sind hier, um sie zur Rede zu stellen. Leran? Oh nein. Ich werde mit meiner Schwester darüber sprechen. Könnt ihr bitte zu ihm zurückkehren und euch vergewissern, dass es ihm gut geht? Ich werde gleich nachkommen und bringe meine Schwester mit, damit sie den Zauber rückgängig macht. Na schön, dann warten wir dort. Ich werde dafür sorgen, dass sie für all das eine Belohnung bekommt. Ich komme gleich nach. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ich finde die Musik in Ruhe aber irgendwie scheiße. Gott, helf mir, sie war hier, Layla, sie wird mich töten. Ihr habt doch gesagt, ihr kümmert euch drum. Hä? Oh Gott, Layla? Mila? Was soll das? Sie sind ein und dieselbe Person? Schwester, wie konntest du das dem armen Leran antun? Er wollte dich von mir nehmen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe mich in ihn verliebt. Als meine Schwester will ich, dass du das akzeptierst. Ja, bringe ich uns beide um, als dass ich das zulasse. Willst du wirklich, dass er das zerstört, was zwischen uns ist? Ich töte ihn und alle, die sich uns in den Weg stellen. So wie ich es immer getan habe. Für uns. Gut. Tötet ihn zusammen. Layla ist ein Monster. Deine Schwester ist eine Gefahr für die gesamte Menschheit, Mila. Ihr müsst sie loswerden. Hört nicht auf ihn. Hör nicht auf ihn. Wir sind dazu bestimmt, für immer zusammen zu sein. Ihr habt recht. Wie konnte ich dich nur so weit gehen lassen, Schwester? Ich kann nicht zulassen, dass du anderen weiterhin Leid zufügst. Nein, tu das nicht. Mila, sie ist fort. Ich spüre ihre Anwesenheit nicht mehr. Ich wünschte, es hätte nie so enden müssen. Oh, Leran, es tut mir alles so leid. Meine Schwester war so ein Monster und ich habe es nie gemerkt, dass sie sogar bereit war, dich zu töten. Ich werde alles tun, um mein Heilmittel für dich zu finden. Wirst du mir vergeben? Mila, natürlich vergebe ich dir. Und ich muss euch dreien danken, dass ihr uns zu Hilfe gekommen seid. Bitte nehmt das. Nice. Danke. Gehen wir, Leran. Ich weiß, wo wir vielleicht Hilfe finden können. Happy End. Was zum Teufel ist gerade passiert? Ich bin nur froh, dass alles gut ausgegangen ist. Yay. Ich mag die Musik voll. Oh shit. Krabbis. War hier nicht eine Kiste? Da ist er, ein Flammentrank. Gut, dann machen wir für heute Schluss. Nächstes Mal geht's weiter mit noch mehr Quests, noch mehr XP bekommen. Schon Level 16. Ah, sehr schön. Okay, bis dann. Ciao.